Willkommen zum Abgrund-Dungeon Hildebrandpalast, welchen man betreten kann, nachdem man die Halle des verdrehten Kriegsherrn erledigt hat. Der Guide dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir zum ersten Boss. Der erste Boss hat zwei Mechaniken. Die erste davon ist keine One-Shot-Mechanik, aber sie macht ordentlich Schaden. Deswegen gehen wir darauf mal kurz ein. Es ist, ich nenne es immer eine Art Pizza-Attacke. Drei Viertel der Fläche wird angegriffen, ein Viertel nicht, die ist kurzzeitig frei. Anhand dieses Orbs sieht man, in welche Richtung die Pizza geht. In dem Falle geht es gerade im Uhrzeigersinn. Das Ganze kann auch andersrum passieren. Sieht dann so aus. Immer eine freie Fläche, wo man draufgehen kann, wo man keinen Schaden bekommt. Die zweite Mechanik, die auch One-Shot-Mechanik, ist, indem zwei Wellen kommen, einmal von rechts oben nach links unten, einmal von, oder halt umgekehrt, also einmal von beiden Seiten im Prinzip. Und man muss in die dazugehörigen Spiegel gehen. Dazu guckt man einfach, welche Spiegel gerade auf der gegenüberliegenden Seite auch vorhanden sind. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, da ist ein goldener Spiegel und der andere goldene Spiegel ist rechts unten. Das heißt, ich kann den Spiegel rechts unten klicken, damit ich links oben rauskomme. Bei der anderen Welle kann ich jetzt schon sehen, ich sehe zwei weiße Spiegel, einer oben rechts, der andere ist unten links. Das heißt, auch hier kann ich auf den weißen Spiegel klicken, ich komme auf der anderen Seite wieder raus. Wird man von der Welle getroffen, ist man instant tot. Geht man in einen lila Spiegel, auch wenn auf der anderen Seite ebenfalls ein lila Spiegel ist, kommt man immer zum Boss. Und das ist auch nicht immer wirklich hilfreich. Das Ganze zweimal gemacht, ist der Boss auch tot und es geht weiter zum nächsten Boss, Belshazzar. Zumindest die erste Version davon. Ein Tipp, da dies auch in der nächsten Version so sein wird, die Kugeln, welche aus allen vier Himmelsrichtungen kommen, werden in die jeweils anderen Himmelsrichtungen verschwinden. Hier kommen die Kugeln aus Nordwest, Südwest und so weiter und hauen jetzt nach Norden und Süden und so weiter ab. Stellt euch deshalb dorthin, von wo die Kugeln gekommen sind. Die einzige wichtige Mechanik ist hierbei, dass Belshazzar irgendwann das ganze Spielfeld kippen wird und es kommen Kugeln von oben herunter, die einen nach unten in den Hexer schmeißen möchten. Keine Angst, es ist keine One-Shot-Mechanik, aber es macht trotzdem enormen Schaden. Das Ganze kann man entweder mit einem erfolgreichen Konter beenden oder in dem Falle, wie man sieht, wird ein Spieler einen roten Kreis um sich herum haben und es wird ein Meteor auf ihn geschossen. Dieser Meteor sollte, wenn möglich, Belshazzar selber treffen, weil auch hierdurch wird das ganze Spielfeld wieder in die Waagerechte gekippt. Das Ganze auch zweimal gemacht, ist die erste Version von Belshazzar beendet und es geht weiter zur zweiten. Die dritte Phase hat mehrere verschiedene One-Shot-Mechaniken. Die erste ist, dass man bei 35 Lebensbalken ganz, ganz viel Taumelschaden machen muss. Schmeißt Granaten, schmeißt eure Ulti, wie auch immer, klärt euch untereinander ab, wer was zuerst macht. Schafft man das nicht? Ist man nämlich tot. Das Ganze passiert noch ein zweites Mal und zwar bei 26 Lebensbalken. Auch hier macht ganz, ganz viel Taumelschaden. Hier kann man noch dazu sagen, dass sie sich hierbei immer in der Mitte befinden wird, egal wo sie vorher stand. Das Ganze geschafft, geht es weiter mit 16 Lebensbalken, wo ein Spieler ein Fadenkreuz um sich haben wird. Alle anderen Spieler müssen ihn dann markieren mit dem Strahl oder was auch immer das ist, was sie da vor sich haben. Dann kann man nämlich dem Meteor ausweichen. Wie gesagt, ein Tipp, macht dafür ein Auto-Attack, dann kann man den Spieler wunderbar markieren. Klappt das Ganze nämlich nicht, ist man gefangen, man kann sich nicht mehr bewegen und... Ihr habt schon erraten, der Meteor tötet einen. Danach gibt es eine weitere Mechanik. Später, bei 8 Lebensbalken. Ja. Wer hat was? Ich hab den Kreis, ich bleib stehen. Derjenige mit dem goldenen Kreis bleibt stehen. Ich muss der nicht mit, gucken, der, mit dem Marker rennt rein und die anderen beiden markieren ihn. Auch wenn das erfolgreich ist, rennt man wieder aus dem Meteor raus. Ja, 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 ja. Und es ist geschafft. Danach einfach nur noch runterkloppen und ihr habt den Dungeon erfolgreich beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss.